24 Zentimeter pro Stunde steigt der Fluss. Die Lenne im nordrhein-westfälischen Hagen-Hohenlimburg. Genau dort weckt das für viele böse Erinnerungen an das Hochwasser vor gut 2,5 Jahren. Die Menschen hier fürchten sich vor maroden Deichen. Also es ist schon ziemlich heftig. Vor ein paar Tagen war es noch bei weitem weniger. Und es regnet ja auch immer weiter. Es hört ja auch nicht auf. Das macht einem schon ein bisschen Sorge. Doch die Gefahr sei unter Kontrolle, sagt die örtliche Feuerwehr. Genauso wie an der Ruhr, ob in Mülheim oder auch hier bei Oberhausen. Wie vielerorts in Deutschland packen sie Sandsäcke. THW und Feuerwehr sind schon seit den Morgenstunden dran, Sperren zu bauen, um ein Überlaufen zu verhindern. Wir unterstützen mit Sandsäcken, wir monitoren quasi die Gefährdungslage und laufen die Punkte, so wie diesen jetzt hier, sehr, sehr engmaschig ab, um einfach so ein bisschen vor der Zeit zu sein. Auch im bayerischen Cham packen sie an, kämpfen gegen das Hochwasser. Denn dort, aber auch für Teile von Mittel- und Ostdeutschland gibt es noch keine Entwarnung. Viele Flüsse sind randvoll. Eine Woche vor Monatsende haben wir schon teilweise die doppelte Regenmenge wieder am Raum Hannover zum Beispiel. Die Böden sind gesättigt und der Regen fließt sofort in die kleinen Bäche und Flüsse ab. Und deswegen haben wir eine lang anhaltende Hochwassersituation, die uns noch lange beschäftigen kann. Wie auch in Niedersachsen, wo die Leine in einzelnen Orten die Uferpromenaden unter Wasser gesetzt hat.